Liebe Freundinnen und Freunde, wie viele von euch sind der festen Überzeugung, dass wir alle gemeinsam bis zum Wahltag einen ganz schweren Weg vor uns haben? Einmal bitte euer Handzeichen, wer dieser Überzeugung ist. Herzlichen Dank. Am Ende meiner Bewerbungsrede gibt es einige Ideen, um diesen Weg vielleicht etwas leichter zu machen. Mein Name ist Burkhard Stratmann, Direktkandidat im Wahlkreis 23 für den Kreisverband Pinneberg. 8 Jahre Kreistagsabgeordneter, dabei lange Zeit stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport. Seit 3 Monaten hauptberuflich Koordinator in einem Projekt zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit und deshalb Mitarbeiter der Kreisverwaltung Pinneberg. Nur wer etwas mit Leidenschaft tut, wird Erfolge haben. Unsere Erfolge in den letzten 5 Jahren wurden mit Ausdauer, Leidenschaft und politischem Können erzielt. Grün kann es. Wir haben Verbesserungen im Schulsystem erreicht, neue Lehrer eingestellt und unsere Schüler schneiden bei Leistungsvergleichen erfolgreicher ab. Das war erst der Anfang. Wir können es noch besser. Haushaltskonsolidierung im Land und in den Kreisen. Ein guter Weg. Und wir können es in den nächsten 5 Jahren noch besser. Erfolge durch Leidenschaft, auch im Kreis Pinneberg. Fast alle relevanten Entscheidungen im Bereich Schule, Kultur und Sport wurden durch grüne Initiativen auf den Weg gebracht. Ausweitung der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen, Bau einer neuen Werkstatt an der beruflichen Schule Elmshorn, Errichtung der Jugendberufsagentur. Ines, dir herzlichen Dank für dein Engagement. Ausweitung der Sportförderung und konstante Kulturförderung, das alles trotz Rettungsschirm. Diese gelungenen grünen Punkte der Politik bringe ich als Kompetenz für Schleswig-Holstein mit ein. Auf ewig ungeteilt. Neben einer Flagge hat unser Bundesland diesen historischen Wahlspruch. Auf ewig ungeteilt. Vielleicht ist es jetzt gerade besonders an der Zeit und wichtig, diesen Wahlspruch neu zu denken. Im Fokus die Herausforderungen, die vor uns liegen. Ein geteiltes Deutschland kennen viele noch. Eine geteilte Gesellschaft ist trauriger Alltag. Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Menschen mit Behinderung, sozial Schwache. Gesellschaftliche Teilung als Folge ungleicher Bildungs- und Aufstiegschancen. Herkunft entscheidet noch immer über Zukunft. Das ist ungerecht, das wollen wir als Grüne nicht. Gelingende Sozial- und Bildungspolitik ist deshalb für mich untrennbar mit Frieden und Gerechtigkeit verbunden. Ich spreche dabei von jenem Frieden, den wir Menschen brauchen, um Demokratie leben und gestalten zu können. Für persönliches Wachstum und eine hoffnungsvolle Zukunft unserer Kinder. Sozialer Frieden durch soziale Gerechtigkeit. Ein Leben lang gearbeitet und trotzdem im Alter kaum genug für ein menschenwürdiges Dasein. Ist das gerecht? Ist es gerecht, wenn Menschen nach einem Arbeitsleben 3.100 Euro Rente bekommen, am Tag, nicht im Monat? Auf ewig ungeteilt als Gesellschaft geht das. Der Literat und Publizist Christian Schüle sagt, Zitat, ich behaupte, dass es Gerechtigkeit nicht gibt. Gerechtigkeit ist ein Mythos, eine Hoffnung, ein Ideal. Eine gerechte Gesellschaft ist nicht möglich. Der Begriff der Gerechtigkeit ist das philosophisch aufgegossene Fundament einer ratlosen Gegenwartsgesellschaft. Zitat Ende. Gerechtigkeit in unserem Wahlprogramm ist in der Tat ein Fundament, und zwar ein sehr tragfähiges. Die Ratlosigkeit überlassen wir gerne den politischen Mitbewerbern. Hoffnung, Ideal, Mythos? Nein. Gerechtigkeit ist für mich eine politische Gestaltungsaufgabe. Niemand sagt, es ist leicht. Niemand hat je gesagt, der Ausstieg aus der Atomenergie sei leicht. Wir haben es trotzdem auf den Weg gebracht. In der Politik tragen wir Verantwortung auch für das, was wir nicht tun. Besonders, wenn wir damit weiter die gesellschaftliche Spaltung nach vorne bringen und nicht verhindern. Was Gerechtigkeit ist, sehen wir besonders, wenn uns die Ungerechtigkeit begegnet. Wir müssen raus ins Leben, da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wir müssen dahin, wo es anstrengend ist.
Sigmar Gabriel ist es jetzt wohl zu anstrengend geworden und er hat damit etwas Entscheidendes vergessen. Hingehen reicht nicht. Dableiben, anpacken und Veränderungen, das ist angesagt. Ich bin hingegangen, ich habe angepackt und ich habe Veränderungen bewirkt. Auch als Arbeitsvermittler in einem Jobcenter, auch als Coach für Jugendliche in Integrationsmaßnahmen. Ich kenne Bildungs- und Sozialpolitik aus jahrelanger Praxis. Es war oft anstrengend und es hat häufig gestunken nach Armut, Verzweiflung, Ungerechtigkeit und Ratlosigkeit. Es gibt Begegnungen, die haben mich dabei tief berührt. Ein 17-jähriges Mädchen erklärte mir, ich kann nichts, ich habe einen schlechten Hauptschulabschluss, meine Mutter ist alleinerziehend, arbeitet viel, ich muss mich um zwei kleine Geschwister kümmern und dazu den Haushalt irgendwie bewerkstelligen. Da war einfach kaum Zeit, etwas für die Schule zu lernen. Ein anderer Teilnehmer kam zu mir, nachdem er eine Lehrstelle gefunden hat und sagte, Sie sind hier der Einzige, der an mich geglaubt hat. Nur zwei Schicksale von vielen. Wir haben eine Menge erreicht in den letzten Jahren, trotzdem, es gibt noch viel zu tun. Etwa 8.300 junge Menschen befinden sich in Schleswig-Holstein aktuell in Übergangsmaßnahmen im Bereich Schule und Beruf. Die Kosten liegen pro Person bei etwa 10.000 Euro. Weiterrechnen macht hier bitte jeder für sich. Unser Staat ist so reich, dass deutsche Steuerzahler seit 2008 insgesamt 236 Milliarden Euro für die Bankenrettung bezahlt haben. 236 Milliarden Euro. Wie arm ist unsere Gesellschaft, wenn bereits junge Menschen ohne Hoffnung aufwachsen? Wer mit 18 schon dauerhaft die Erfahrung kennt, nicht systemrelevant zu sein, wird sich für dieses System kaum begeistern lassen. Ja, es gibt noch Schwachstellen. Ja, noch erreichen wir nicht jeden Menschen mit unserer Politik so, wie wir es möchten. Doch nie zuvor ist die Wahlentscheidung für Grün so klar, so deutlich und so leicht möglich gewesen, weil unser Programm klar, deutlich und stark ist, mehr als je zuvor. Auf ewig ungeteilt als Gesellschaft? Zumindest denkbar. Und was denkbar ist, ist auch irgendwie umsetzbar. Probleme werden von Menschen gemacht und können von Menschen gelöst werden, von uns, von Grün. Wie gehen wir dabei mit jenen Kräften um, die am rechten Gesinnungsrand volle Benzinkanister aufstellen, in jeder Hand ein Feuerzeug, schon wissend, wo das Holz für den nächsten Scheiterhaufen liegt? Versuchen wir es doch einfach so. Kommunikation in Ruhe und Klarheit. Fairness und erkennbarer Respekt vor der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Eindeutige Positionen, Sachlichkeit mit Leidenschaft und Aufrichtigkeit in den Argumenten. Erst Ahnung haben, dann eine Meinung und eine innere Haltung. Das ist typisch Grün. Besser und schneller können wir die rechten Irrlichter kaum verschwinden lassen. Schleswig-Holstein ist auf einem guten Weg und die Bürger können entscheiden, ob sie diesen Weg weiter mit uns gehen wollen. Ich kann nicht versprechen, dass dieser Weg einfach wird. Ich kann versprechen, dass er uns gemeinsam in eine bessere Zukunft führt. Ökologisch, gerecht, weltoffen. Auf ewig ungeteilt als Gesellschaft bewegen wir Schleswig-Holstein weiter in Richtung Grün. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Danke.